Hallo zusammen, heute geht's um die stärkste und leichteste Kühlbox. Fangen wir mit der stärksten an. Wir bauen die stärkste Serie-Kühlbox der Welt. Das ist nicht diese Box hier, die sieht nur gleich aus. Das ist die B46GT. Die macht bei plus 50 Grad außen immer noch minus 20 Grad. Da friert auch der Wodka drin, aber diese Box, die stärkste, hat einen BD100 Kompressor drin, zieht richtig Strom, hat einen 50 Ampere Stecker auf der Seite. Und wenn ihr mir eine stärkere Kühlbox liefert als unsere 46GT, die irgendwo in Serie hergestellt wird, dann kriegt ihr mir, ich einen Vergleichstest gemacht habe mit euch zusammen, kriegt ihr diese stärkste Kühlbox von mir geschenkt. Und hier habe ich die leichteste Kühlbox auf dem Weltmarkt. Kompressorkühlbox. Wenn ihr mir eine gleichwertige Serie-Kühlbox bringt, die leichter ist, kriegt ihr solch eine Box geschenkt. Meldet mir das unten in die Kommentare, aber zuerst muss ich euch ja solch eine Kühlbox vorstellen. Die Box ist relativ teuer aufgebaut, relativ teure Komponenten. Wir haben nur 12 Volt, 230 Volt, wenn du nicht aufhören hämmern drin. Diese Box hier hat ein Volumen von 45 Liter, identisch wie diese hier. Aber wir haben Abmessungen hier mit diesen überstehenden Griffen von 65, eine Breite von 38 und eine Höhe von 54. Der Clou dieser Box ist, sie ist relativ leicht. Wir gehen damit auf die Waage. Ich nehme sie ohne Netzgerät. Also haltet mal eine Kühlbox so, eine Kompressorkühlbox. Wir haben hier eine Paketwaage und hier steht ein Kompressor BD35F drauf. Und wir sehen, Gewicht, Preis haben wir nicht eingegeben. Der Kompressor hat, ja, man sieht 4,4 Kilogramm. Wir stellen hier die Box drauf und wir haben ein Gewicht von 6,25 Kilogramm. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist nicht komplett, es gibt noch ein Anschlusskabel dazu. Dann sind wir auf 6,45 Kilogramm. Und wir legen drauf noch ein Netzadapter. Dann sind wir bei 7,1 Kilogramm. Aber eben Netzadapter wieder weg. Dann sind wir unter 6,5 Kilogramm für eine Kompressorkühlbox. Und dieser Kompressor habt ihr vorher gesehen, der hat 4,4. Das Geheimnis, dass diese Box so leicht ist, sind eigentlich zwei. Dieser Kompressor hier, der hat 1,3 Kilogramm. Und wir haben ein in einem Stück geschaltetes Gehäuse. Und das sieht dann so aus hier von oben. Wir haben hier einen Absatz drin. In diesem Absatz drin sitzt der Kompressor und wir haben hier einen Verdampfer, der ist jetzt noch vereist. Da komme ich dazu. Dieser Verdampfer ist hier in die Box reingeklebt und dann hier mit dem Rohr runter. Wenn wir hier den Katalog nehmen, das ist unser Katalog 2024, den verlinke ich euch unten drin. Und auf der Seite 21 haben wir die Tiefkühlbox, die ihr von mir geschenkt kriegt, wenn ihr mir eine stärkere Kühlbox vorbeibringt.
und wir dann einen Vergleichstest machen, kriegt ihr diese Kühlbox im Wert von 1500 Euro geschenkt. Das sehen wir hier bei minus 18 Grad und 25 Grad außen einen Energieverbrauch von 540 Wattstunden am Tag oder pro 24 Stunden. Bei minus 18 Grad. Diese Box hier, die zivilisierte Version, die auch nicht 1500 kostet, sondern nur 780, die macht minus 10 Grad bei 50 Grad Außentemperaturen, sonst kommt sie auch auf minus 22. Diese Box hat einen Energieverbrauch bei 5 Grad innen und 25 Grad außen von 173 Wattstunden pro Tag, pro 24 Stunden. Wir haben hier eine vernünftige Deckeldichtung. Wir haben eine sehr gute Isolation und das haben wir hier alles gespart. Diese Box hier, die braucht nicht wie die hier, obwohl gleiches Volumen, 137 Watt. Ich habe noch keine präzisen Messungen, aber die ersten Messungen deuten darauf hin, dass wir hier zwischen 500 und 600 Wattstunden pro Tag brauchen. Das heißt, diese Box hier ist zwar leicht, wirklich leicht, hebt das mal an. Die braucht den gleichen Strom wie hier die Tiefkühlbox auf minus 18 Grad. Und jetzt noch zum Deal. Wenn ihr euch meldet und ihr bringt eine Box her, eine Kompressorkühlbox mit diesen Leistungszahlen, die leichter ist als diese Box hier, kriegt ihr von mir solch eine Box geschenkt. Und wenn ihr eine Tiefkühlbox bringt, die mehr Leistung hat als unsere GT, und es handelt sich bei beiden Geräten um eine Seriekühlbox, die ihr mir herbringt, weil das sind Seriekühlboxen, dann kriegt ihr solche Teile von mir geschenkt. Aber ich will das Gerät vergleichen, ich will das kontrollieren, ob die Daten da stimmen. Ihr könnt dabei sein, wenn wir einen Test machen. Das Angebot gilt jetzt bis Ende Jahr, also Ende 2024. Dann sieht die Welt wieder anders aus. Dann komme ich dann mit dem sechsten Kühlsystem. Ich kenne momentan erst fünf, sechste bin ich jetzt am Kennenlernen. Ja, diese Box hier ist die leichteste Kühlbox auf dem Weltmarkt. Und somit wünsche ich euch, hier mache ich euch ein Video über diese GT-Kühlbox, wo der Wodka gefriert. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.